Namaste und ich grüße dich und schön, dass du wieder da bist. Ja, ich möchte kurz mal über die Entwicklung sprechen und dich einfach mal fragen, wie es dir geht. Und ich erzähle mal ein bisschen so, was ich so wumm, jetzt hier die letzten Tage auch durchgemacht habe. Heute ist es auch wieder sehr, sehr energetisch, sehr intensiv. Aber worum es jetzt weiter in unserer Entwicklung geht, in unserer Lichtkörperentwicklung, in unserer seelischen Entwicklung und in unserem Aufstiegsprozess. Und eigentlich wollte ich ein Video machen über die neue Mission. Das werde ich noch machen. Und ich folge ja auch immer meiner geistigen Führung. Und es kam, nein, es ist jetzt ein anderes Thema, ganz, ganz wichtig. Und dieses Thema ist diese neue Identität, die in uns entsteht. Und ich habe, also spannenderweise, deswegen werde ich wirklich in Kürze dieses Missionsthema aufnehmen. In den letzten Beratungen, bisher übrigens nur Frauen, waren das fast alles Widderfrauen, ja, die bei mir eine Beratung genommen haben. Und jetzt ist die Widderzeit. Und es ist wirklich spannend, denn es geht ja darum, in die eigene Führungskraft zu kommen und erstmal natürlich in diese innere Führungskraft und dann seinen neuen Platz zu finden auf der neuen Erde, entsprechend dem göttlichen Plan und vielleicht auch dem neuen Seelenplan, weil viele haben das auch. Diese neue Mission, die also derjenige dann machen möchte. Ja, das ist aber heute jetzt nicht das Thema. Das soll es nicht sein, sagt die geistige Welt, sondern es soll etwas anderes sein. Und ich möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken. Es ist fast Monatsende. Ich habe heute ganz straff Buchhaltung, Belege, Telefonate, ganz viel Büro gemacht, ja. Und ich werde am Anfang des Monats allen wieder auch Danke sagen, die mich unterstützt haben. Aber ich sage jetzt auch allen anderen Danke. Erstmal ganz, 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 ganz lieben Dank. Ich freue mich wirklich sehr über immer wieder unsere Gemeinschaft. Ich habe für mich festgestellt, dass ich durch diese Community, durch die Menschen jetzt hier, ja, Handy geht ja gar nicht, ich habe festgestellt, dass ich so liebe, lichtvolle Menschen jetzt um mich herum habe. Und ich weiß, dass sehr viele sehr alleine sind, ja, sehr viele alleine und einsam in ihrer Familie, weil sie dort nicht mehr gehört werden, nicht mehr gefühlt werden können, weil alles sehr gespalten ist, aber auch sehr viele einsam und alleine an ihrem Ort, weil eben sehr viele einen ganz anderen Weg gehen, ja. Und das ist nicht leicht, aber ich für mich habe gemerkt, schon alleine durch diese Internetverbindung und schon alleine, ich kriege sehr viele E-Mails gerade wieder, ich schaffe das gar nicht aufzuarbeiten und WhatsApp und so, dass ich so viele lichtvolle, liebe Menschen um mich herum habe und dafür möchte ich mal Danke sagen. Wirklich, danke, danke, danke. Es war noch nie so viel. Wahnsinn. Ja. Dann komme ich jetzt zu diesem Thema, was stimmt nicht mit mir? Und das haben übrigens auch viele in der Community geschrieben, unten im Kommentarbereich, ja. Und das ist auch das, was jetzt so ein riesiger Prozess ist. Es ist ein Sterben und Geborenwerden. Es ist so ein gefühltes immer wieder, sorry, das geht gar nicht. Es ist so, wobei ich das ausgemacht habe, nein, genau andersrum. Es ist so ein gefühltes, ich sterbe einmal und ich werde neu geboren. Und das ist, es ist jetzt auch in den letzten Tagen bei mir gewesen, ein Sturm nach dem anderen. Und diese Stürme, es können ganz kleine sein, es können größere sein, es kann gar nichts sein, wie auch immer. Also es war jetzt nicht ein Sturm nach dem anderen, es waren zwei, aber es ist sehr viel, was sozusagen von außen nochmal an uns herangetragen wird und berührt wird. Und ich weiß, dass sehr viele dann geschrieben haben,
Was stimmt mit mir nicht? Was ist das? Weil diejenigen, die hochempathisch sind und diejenigen, die mitten in ihrer Realisierung sind, in dem Aufstiegsprozess, spüren und fühlen, dass alles, wirklich auch alles verdreht ist. Also fast alles ist verdreht. Und diese Verdrehungen, ja, zeigen sich dann natürlich auch im Körper, in der Psyche. Sie zeigen sich wirklich auf allen Ebenen. Man fühlt etwas und du hast das Gefühl, das ist doch richtig, aber die Außenwelt dort draußen zeigt dir alles anders. Also zeigt dir wirklich alles in einem anderen Ausmaße. Und was passiert da eigentlich mit uns im Inneren? Ja? Was da jetzt passiert ist, also was da jetzt passiert ist, dass wir immer mehr göttliche Anteile von unserem hohen Selbst eingespielt bekommen. Und damit immer mehr der Lichtkörper auch eingespielt wird in den physischen Körper hinein, in die Physis. Und die alten Anteile in uns, ja, diese alten Anteile, erstens wollen sie natürlich nicht sterben, ganz klar. Aber sie sterben, weil der Licht, und das sind natürlich auch Ego-Anteile, aber es ist nicht nur das Ego-Anteil, es sind wirklich alte Identitäten. Sehr viele haben mir geschrieben, ja, ich habe das früher immer so und so gespürt und jetzt spüre ich das ganz anders. Jetzt fühlt sich das alles ganz anders an und ich kann das nicht einordnen, wie sich das anfühlt. Und wir können das auch nicht einordnen, wie sich das Neue anfühlt, weil wir keinen Vergleich dazu haben. So eine Art, wie eine Art Schablone, eine Urschablone, ja? Das heißt, es strömen immer mehr Anteile aus unserem Lichtkörper zu uns, aus unserer Seele zu uns, aus unserer Seelenmonade zu uns. Und es verdrängt irgendwie das Alte. Und das Alte, das ist das, was wir so ein Leben lang aufgebaut haben. Nicht nur ein Leben lang. Wir haben es tausende von Jahren aufgebaut. Verschiedene Identitäten. Wir nehmen Persönlichkeitsstrukturen mit auch in ein neues Leben. Und diese Persönlichkeitsstrukturen, die kommen jetzt hoch und stellen sich vollkommen in Frage. Und das ist so krass. Das kann zum Beispiel sein, dass ein Mensch ein Leben lang sich aufgebaut hat als Unternehmer und dann sagt, ich bin ein Unternehmer und ich bin durch und durch ein Kaufmann. Ich bin durch und durch ein Unternehmer. Ich bin durch und durch ein Arbeiter oder welche Identität auch immer dabei ist. Und jetzt beginnt sich das aufzulösen und dann fragen natürlich unabhängig von diesem anderen Thema, fragt sich jeder, was ist los? Was stimmt nicht mit mir? Es funktionierte ein Leben lang, es funktionierte vielleicht viele Leben, wenn man in eine bestimmte Familie inkarniert ist, ja. Keine Ahnung, alle waren Bäcker, alle waren Tennisspieler, alle waren Golfer oder ich weiß nicht, irgendwie sowas, ja. So und auf einmal und jetzt mehr und mehr passt das nicht mehr. Und diese menschlichen Identitäten, der Mensch fragt dann natürlich, okay, was ist jetzt los? Also es tut weh, es schmerzt, ich kann es nicht erklären. Und gleichzeitig diese neuen Anteile, die zu uns hineinströmen, ja, die wollen auch in einer Form geboren werden. Wir finden noch keinen Namen dafür, wir finden noch kein Wort dafür, aber sie wollen geboren werden, sie wollen entstehen. Und jetzt ist es so wichtig zu verstehen, dass diese neuen Anteile eigentlich unsere alten sind. Oder diese neuen Anteile, die jetzt zu uns kommen, sind eigentlich das, was wir bisher noch nie in uns gesehen haben. Neue Potenziale, ja, neue Gaben. Das, was wir irgendwie, was ewig versteckt war, aus dem Göttlichen, niemals greifbar, niemals konnten wir daran, es war niemals sichtbar. Und jetzt ist vieles auf einmal da. Herzenswünsche sind da. Ein Herzensruf ist da. Seelenrufe sind da. Und es ist eigentlich das Alte,
was zu uns jetzt wieder zurückkommt. Aber es ist für uns vollkommen neu. Und so baut sich eigentlich eine neue Identität auf, eine neue in Verbindung mit unserem Lichtkörper, alles das, was jetzt zu uns einströmt und das Alte wirklich wegdrängt aus unserem Leben. Ja? Das kommt eigentlich aus unserem ursprünglichen Selbst, aus unserer Seele, oder es ist eben immer mehr der Lichtkörper, der wirklich eingespielt wird. Ja, und da ist es natürlich auch kein Wunder, wenn alles hoch und runter geht. Also ich hatte echt 5 Stunden heute ganz viel Kraft. Ja, ich habe nicht ans Handy gegangen, nur gearbeitet. Und dann auf einmal am Nachmittag, wumm, war ich wieder vollkommen ausgenockt. Vollkommen wirklich. Es ist für mich auch immer ein Phänomen. Ja. Und dann muss ich mich erstmal erholen und wirklich mich erden, ja, und essen und erden und auf die Straße gehen und Leute treffen, irgendwie sowas. Und dann bin ich wieder da. Ja, also es strömen sozusagen die neuen alten Anteile zu uns. Und das ist genau das Gefühl wie einmal sterben und dann wieder einmal ganz neu sein, einmal vollkommen präsent wieder sein, ja, und mit ganz neuen Gefühlen, die jetzt aber erst wachsen. Was jetzt geschieht, ist weiter und weiter, dass sich das ausdehnen wird und in uns wachsen wird. Und wir können eigentlich gar nichts tun. Also eigentlich kannst du nichts tun, als das immer nur zu fühlen und anzunehmen. Und eine liebe Frau schrieb mir auch, die nächste Welle, reiten und surfen. Aber es sind vor allen Dingen auch diese inneren Wellen. Es sind diese inneren Strömungen von Sturm und Ruhe, Sturm und Ruhe, Invasion und Ruhe, ja, die jetzt auch durch uns innerlich strömen. Und ja, wir werden damit wirklich ganz neu. Das ist, wir werden ganz neu. Es verändert sich wirklich alles. Es verändert sich der Körper, es verändert sich die Genstruktur, es verändert sich die Zellstruktur, es verändern sich die Essgewohnheiten. Und alles ist okay. Es verändern sich die Schlafgewohnheiten, ja. Ich bin gestern todmüde um 21 Uhr ins Bett gegangen und um 22 Uhr wieder aufgestanden, hellwach, und habe den Geschirrspüler ausgeräumt und die Wohnung aufgeräumt und um 23 Uhr bin ich wieder ins Bett gegangen. Ja, also dieser Prozess, dass eine neue Identität in uns und mit uns entsteht, der ist einfach ganz wichtig und den können wir einfach auch nur annehmen. Ja? Wir können das auch nicht steuern. Es ist einfach da. Es ist so und es gibt darüber keine Kontrolle, es gibt darüber keine Steuerung. Und was bedeutet das auch? Ja? Das bedeutet, dass du nur Schritt für Schritt deiner Seele folgen kannst. Also natürlich, verbinde dich jeden Tag mit deiner Seele oder auch deiner Intuition. Und ich hatte gestern auch so einen ganz schrägen Impuls, auf einmal am Nachmittag in einen Laden zu fahren, in ein Dorf, so ein bisschen weiter, und dachte, wow, warum? Warum heute und warum jetzt? Und überhaupt keine Ahnung. Ich mache es einfach. Und tja, man wird sehen, ja, was, also folge einfach nur noch deiner Seele Schritt für Schritt, ja. Manchmal sind es kleine Schritte, manchmal sind es auch größere Schritte, wo du das Gefühl hast, ja, das gehe ich jetzt größer an. Und es gibt gerade so viele Optionen jetzt. Ich habe schon mal darüber berichtet, ja. Mich hat jemand gefragt im Kommentarbereich, ob ich mal etwas sagen kann zu den Entwicklungen in diesem Jahr, wie es noch weitergeht mit dem Krieg und mit den Veränderungen. Das kann ich nicht und ich will das auch nicht machen. Und denn auch da gibt es im Augenblick mehrere Optionen noch. Vielleicht, also im Augenblick wirklich 2 Zeitlinien. Das heißt, die eine Zeitlinie heißt wirklich, es gibt diesen Krieg, und die andere Zeitlinie oder auch noch eine Parallele dazu, es gibt Lösungen dafür. Natürlich gibt es auch Lösungen dafür. Aber im Augenblick sind diese Zeitlinien noch offen.
Und es hängt vor allem immer wieder vom menschlichen Bewusstsein ab. Und das vereint sich ja gerade sehr intensiv, also sehr stark. Es vernetzt sich gerade sehr intensiv. Ja, also ich hatte jetzt den einen Tag auch ein Bild gesehen, wo ich gesehen habe, dass die Menschen, egal was dort draußen passiert, ja, wir sind ja die Beobachter, ja, dass die Menschen auf allen Ebenen zusammenrücken. Und mir hat gerade eine Freundin gesagt, so auf der Straße, weißt du was, ich organisiere das mal, ich kenne viele Leute auch, die sind auch nicht geimpft und ich weiß, ganz viele sind einsam, haben keine Kontakte und sind alleine und ich organisiere einfach mal was, wir treffen uns im Wald, am Wasser, am See und ich weiß, dass viele sich zum Wandern treffen und diese Vernetzung wird das immer intensiver. Und daraus entstehen auch neue Ideen und Projekte. Und wir können das jetzt in dieser Dynamik, die wir jetzt haben, weil die Zeit, natürlich spielen sie auch mit der Zeit, ja. Und es wird natürlich jetzt auch eine Sau nach der anderen durchs Dorf gejagt, damit die Menschen gar nicht mehr atmen können, also gar nicht mehr Luft holen können, so ungefähr. Und deswegen ist gerade diese Ruhe. Und dieses sich ausnocken lassen, ja, wirklich sich ausnocken lassen, bis die Energie wieder da ist. Deswegen ist die wirklich gerade so wichtig. Und deswegen können wir nur vom Gefühl her wirklich einen Schritt nach dem anderen gehen. Ja, also, es ist nicht so, dass dieses menschliche Bewusstsein sich so ändert, sondern es ist so, dass der Lichtkörper immer mehr eingespielt wird und mit diesem Einspielen wir eine immer stärkere Verbindung bekommen zwischen dem Mensch und dem Lichtkörper, ja, unserem höheren Selbst und unserer inneren Weisheit. Das ist so diese Kombination, diese innere Weisheit, die sich immer mehr zeigt. Und das ist das hohe Bewusstsein. Ja, das hohe Selbst. Okay. Ja, also ich wollte dieses Video auf alle Fälle jetzt machen, weil es so wichtig ist zu verstehen, was da in uns geschieht und was da mit uns jetzt geschieht. Und das ist natürlich aber auch immer in Resonanz mit dem Außen, ja. Es ist immer in Resonanz mit dem Sturm und den Veränderungen in Außen, im Außen. Ich danke dir und ich freue mich auf das nächste Video, genau auf dieses Thema, was ich jetzt also wirklich hatte bei allen Frauen. Mein Herzbusiness, das neue Business, ja. Mein Herzbusiness, mein Seelenruf und das, ich weiß, das werden ganz, ganz viele haben, dass jetzt, dass die Menschen oder dass du deiner Mission jetzt folgst. Und dann ist natürlich die Frage, ja, was ist meine Mission, ja? Und darauf komme ich nochmal. Okay, ganz lieben Dank. Ich wünsche dir einen schönen Abend, einen wunderschönen Tag, wann immer du auch das hörst, einen wunderschönen Morgen. Und ich danke dir von Herzen. Ich danke euch für diese, ich habe Rose heute an, für diese Liebe, für diese lieben Menschen, wirklich für euch, die ich so um mich herum habe. Es ist so ein Geschenk. Ganz lieben Dank. Ja, Namaste. Und wenn du an unserer Reise teilnehmen möchtest, dein neues Ich, dann findest du die Informationen unten in der Box oder du kannst mich auch gerne anschreiben und ich antworte dir auch gerne. Alles Liebe. Merci. Bye-bye. I love you, deine Danielle. Bis zum nächsten Video. Ja? Tschüss.